Okay. Wir haben jetzt keine Begrüßung mehr, ne? Dann bin ich nur über alle Videos drin. Doch. Wie wir angekündigt haben, in den Vlogs diese Woche nutzen wir die Gelegenheit, dass wir noch ein paar Tage zusammen haben und drehen ein paar gemeinsame Videos vor. Wir wissen, dass es euch gefehlt hat, dass ab und zu auch normale Videos, keine Vlogs kommen. Und uns hat es auch ein bisschen gefehlt. Wir hoffen, ihr könnt den unglaublichen Struggle, den wir hatten, mit dem Drehen wertschätzen. Ich finde dafür, dass es so improvisiert ist, ist es jetzt ganz schön geworden. Ja, steht auf jeden Fall. Wir waren hier bei einer Drogerie und bei Sephora. Und in der Apotheke. Eigentlich querbeet bei Glossier waren wir. Wir haben einfach den ganzen Monat überall verschiedene Stops gemacht und ein bisschen was an Kosmetik einkauft. Dekorative Kosmetik, Pflegeprodukte, querbeet. Als allererstes waren wir in Los Angeles in einem Glossier-Store. Ich persönlich war noch nie in einem, du warst schon mal in New York drin. Und wir haben uns auch von einer Freundin schon mal ein bisschen was mitbringen lassen. Aber es war trotzdem cool, in den Store in LA zu gehen. Und ich hatte gar nicht vor, mega viel zu kaufen, weil als die Freundin uns damals was mitgebracht hat, hat mich auf der Webseite und so auch generell eigentlich gar nicht so viel angesprochen. Aber im Store dann schon. Wir haben beide den Priming Moisturizer gekauft. Meine Tagespflege neigt sich hier tatsächlich dem Ende zu und dachte ich, das ist wirklich was, was ich auch gebrauchen kann. Der hat mich interessiert und ich finde den mega gut. Vor allen Dingen in Kombination mit dem Gesichtsöl, das ich mir noch gekauft habe, beziehungsweise Ölserum, mit dem Gesichtsserum, das Super Glow. Das haben wir im Set mitgenommen, das war so ein Dreier-Set. Einmal noch mit Super Bounce. Und Super Pure. Super Pure, genau. Das eine ist für unreine Haut, ne? Meins ist für müde, trockene Haut quasi. Meins ist ganz anders als alle Serien, die ich jemals benutzt habe. Das ist wie so... Es lässt sich eigentlich ganz schwer auftragen. Es lässt sich nicht verreiben und es ist auch nicht ölig. Es ist auch sofort weg. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber der Effekt ist mega schön. Vor allen Dingen in Kombination bin ich echt begeistert von den beiden Produkten. Die anderen beiden in dem Set, muss ich sagen, also das habe ich jetzt nicht probiert, aber ehrlich gesagt überzeugen sie mich nicht 100%. Das Super Pure hat mich interessiert, obwohl ich eigentlich jetzt in Deutschland in den letzten Monaten gar keine Probleme mit Unreinheiten hatte, aber hier halt wieder bekommen habe und dachte, vielleicht bringt es ja voll was. Ich habe das Gefühl, es bringt gar nichts. Das Super Bounce ist auch ganz gut, aber ich finde, das ist wie jedes Serum mit Hyaluronsäure. Also alle, die ich bisher getestet habe, sind immer alle so leicht klebrig und spenden gut Feuchtigkeit, aber ich finde jetzt nicht, dass da irgendwie der Effekt großartig anders ist als bei allen anderen, die ich sonst getestet habe. Aber sie sehen auf jeden Fall mega hübsch aus. Ich finde es mega gut. Auf jeden Fall habe ich auch noch den Concealer mitgenommen. Und zwar den, wie heißt der, den Stretch Concealer. Den habe ich schon so viel gehört. Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten. Also erstens mal liebe ich Concealer in Glastiegelchen. Unglaublich unpraktisch, aber es fühlt sich einfach gut und schön an. Ich habe das Gefühl, er funktioniert um Welten besser, wenn ich den Moisturizer und das Serum vorher auftrage. Aber trotzdem verstehe ich das Problem, das viele mit dem Concealer haben. Also er wird einfach immer so ein bisschen hin und her geschoben und es zettet sich nicht so richtig. Also er bleibt nicht so richtig da, wo er bleiben soll. Mit dem Moisturizer und dem Serum und vor allem, wenn ich es danach noch sette, funktioniert es eigentlich bei mir ganz gut. Die Deckkraft ist auf jeden Fall sehr hoch und das Finish finde ich ganz schön. Das einzige Problem ist halt, wie gesagt, dass er so hin und her rutscht. Ich finde halt auch vor allem die Farbauswahl sehr schwierig, muss ich sagen. Also überleg mal, wie lange du überlegt hast und wenn man sowas online bestellt. Ja, geht gar nicht, aber der passt richtig gut. Ich habe dann noch ein Creme Blush mitgenommen, eins von diesen Cloud Paints in der Farbe Dusk. Ich liebe die Farbe, wunderschöner Orange, Rost, Rot, brauner Ton. Auch nicht das einfachste Produkt von der Konsistenz her, also schiebt sich auch so ein bisschen hin und her. Funktioniert, finde ich, am besten, wenn man tatsächlich einfach nur ein ganz, ganz kleines bisschen auf den Finger gibt und es dann mit dem Finger aufträgt. Wenn man es einmal aufgetragen hat, finde ich es wunderschön. Also es macht einen richtig schönen Effekt, ähnlich wie der Concealer halt. Aber man muss ein bisschen Arbeit reinstecken, habe ich das Gefühl. Und das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, Glossier sind so natürliche, einfache Produkte, die easy peasy helfen, dass man so ein bisschen frischer aussieht und aber natürlich geschminkt aussieht und das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, dann mache ich mal mit zwei Sachen weiter, die ich ein bisschen schwierig finde, aber trotzdem wunderschön. Ich muss sie nur noch finden. Ich habe mir zwei Lippenprodukte gekauft von einer Firma, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe und das passiert mir inzwischen eigentlich selten. Weiß auch immer noch nicht, wie sie heißen. Peripera. Peripera? Die hatten zwei verschiedene Lippenprodukte und jeweils eine Farbe, die so momentan meine absolute Lieblingsfarbe ist, was Lippenprodukte angeht, nämlich so ein rostiges Braun-Rot. Das eine ist so ein Water-Tint eher in die Richtung, also der ist so ganz wässrig und erinnert mich voll an diese L'Oreal Rouge Caress-Dinger, aber ist halt nicht so krass glänzend. Und das andere ist ein Matte-Stain, also das gleiche nochmal in Matt. Also die Farbe ist auch sehr ähnlich, aber trotzdem ein bisschen unterschiedlich. Riechen beide mega gut nach Pfirsich, aber so ein bisschen süß-säuerlich dabei. Freue mich mega darüber.
Aber die Haltbarkeit ist nicht sonderlich gut, muss man dazu sagen. Ich trage das eine gerade. Und der sieht zwar mega schön aus, aber sobald man irgendwie was getrunken hat oder was gegessen hat, ist eigentlich alles weg. Ich habe auch noch zwei Lippenprodukte mitgenommen. Und zwar am Flughafen. Aber ich dachte, ich zeige euch die jetzt trotzdem mal noch, auch wenn ich sie theoretisch nicht in den USA gekauft habe. Einmal von Max Factor einen Lippenstift. Das ist die ganz normale Lippenstiftreihe von Max Factor. Ich habe keine Ahnung. Ruby Tuesday. Wunder, wunderschönes Knallrot. Sehr bläulich. Die sind super shiny. Shiny! Ein bisschen rosa Stain auch. Ganz, ganz viele hatten mich nach dem Lippenstift gefragt, wenn ich den drauf hatte. In Kolumbien noch und so. Also wenn ich knallrote Lippen getragen habe, war das immer der hier. Ruby Tuesday. Und dann habe ich einen Lippenstift von Bourjois mitgenommen. Der hat mich extrem an meine Astor Lip Cream erinnert. Das ist die Farbe 05 Brun Bohème aus der ganz normalen Lippenstift-Kollektion. Super schönes Rostbraun, aber jetzt auch nicht der besonderste Lippenstift. Also relativ klassische rostbraune Farbe, würde ich sagen. In dem Fall Movic. Ja, Movic, ja. Wo ich ein bisschen ausgerastet bin, ist bei Mascara. Und zwar vor allen Dingen bei den Mini-Mascaras. Ich habe nämlich also nicht zu wenig Mascara eingepackt, aber die falsche. Denn mir ist aufgefallen, ich habe die wasserfeste Catrice irgendwas und die kann mit den Mascaras, die ich danach jetzt getestet habe, einfach nicht mehr mithalten. Ich fand die früher super gut, aber immer wenn ich die aufgetragen habe am Anfang, dachte ich so, gibt mir irgendwie nichts mehr. Und dann habe ich meine momentan Lieblingsmascaras in Mini-Größe entdeckt und dann dachte ich so, okay, das ist halt perfekt zum Reisen und ich vermisse sie so. Deswegen habe ich die dann mitgenommen. Einmal von It Cosmetics die Superhero Mascara, die finde ich richtig, richtig gut. Und die Too Faced Better Than Sex Waterproof Mascara. Aber ich muss sagen, die habe ich jetzt so 2,5 Wochen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sie fast, also nicht leer ist, aber dass nicht mehr so viel rauskommt wie am Anfang. Also weiß jetzt nicht, wie sehr sich das lohnt. Ich glaube, das sind eher mal so Größen, die man kaufen kann. Entweder, wenn man wirklich massiv Platz und Gewicht sparen will oder wenn man sie einfach mal ausprobieren will, bevor man sich die Full Size kauft. Das ist auf jeden Fall ansonsten komplett vergleichbar mit der Full Size. Dann habe ich auch noch die gekauft, also die Better Than Sex, aber nicht in der wasserfesten Version, auch an Mini, weil ich die noch nie hatte. Die hattest nur du und die wollte ich auch mal testen. Ich habe 3 von den NARS Velvet Matte Lip Pencils mitgenommen. Einmal auch so ein Zweier-Set aus 2 Mini-Größen, die ich ehrlich gesagt völlig ausreichend finde. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer jede Farbe in der kleineren Version kaufen und dafür weniger Geld ausgeben, weil ich mir denke, sowas braucht man ja eh nie auf. Ich habe einmal so ein Dunkelrot mitgenommen, der erinnert mich sehr an Rimmel Kate 107, das ist die Farbe Cruella. Dann noch Dolce Vita, das ist so ein Rostrot, aber auf den Lippen tatsächlich sehr nudig. Viel, viel heller, als es hier aussieht. Wunderschönes Nude aber. Und dann habe ich noch eine Full-Size-Größe gekauft, weil mich da einfach die Farbe am meisten angesprochen hat. Das ist Walkie Rye. Walkie. Sehr ähnlich zu den anderen. Den habe ich tatsächlich zuerst gekauft, bevor ich das Set entdeckt habe. Aber der ist noch ein bisschen dunkler, noch ein bisschen bräunlicher und ich liebe die Dinger von der Textur her, vom Finish. Die halten gut. Eine meiner liebsten matte Lipsticks-Variante. Oh. Wo wir bei Sticks sind, ich habe so einen Stick für die Augen mitgenommen. Sowas habe ich auch schon ewig nicht mehr gekauft oder benutzt und ich hatte keine Lidschatten dabei, weil ich dachte, ich trage eigentlich immer halt nie Lidschatten und ich würde das nicht vermissen. Aber ich habe es tatsächlich ein bisschen vermisst. Er ist von Elf. Die Farbe heißt Rose Gold und ist richtig schön. Ich hätte es tatsächlich schöner gefunden, wenn er noch ein bisschen wärmer wäre. Das ist jetzt ein relativ kühles, frostig, Rosé-Gold, aber ist schon sehr, sehr schön. Ich habe auch ein Elf-Produkt mitgenommen. Damit ging es mir genauso wie dir mit Lidschatten. Also ich habe, als ich in Deutschland war, im August mein Puder zu Hause gelassen, mein Hourglass-Puder, weil ich mir dachte, okay, ist es auseinandergebrochen und irgendwie benutze ich es nicht so richtig. Ich habe mich ja eh nicht so richtig geschminkt, die 4 Monate lang. Dachte ich, Puder ist irgendwie so das, worauf ich am ehesten verzichten kann. Ging aber leider gar nicht. Also anscheinend ist mir nie aufgefallen, wie selbstverständlich ich mein Puder benutze im Alltag. Und zwar nicht zum Abpudern, zum Mattieren, sondern zum Setten. Also mein größtes Problem war, dass meine Mascara überall war ständig. Also unter den Augen, über den Augen. Und um die Partie brauche ich auch mit meinem Concealer einfach ein mini kleines bisschen Puder. Dann habe ich das Perfect Finish HD Powder von Elf mitgenommen. Kommt mit so einem Spiegel, fühlt sich mega hochwertig an. Ich bin so generell so von allen Elf Produkten, die ich hatte, angetan von dem, was sie können, für das, was sie kosten. Also ich finde, die sind preis-leistungstechnisch mega gut. Es ist ein super samtiges, feines Puder. Man sieht es fast gar nicht auf der Haut, aber es mattiert sehr schön, es settet sehr schön. Ich bin total angetan davon. Ich meine, ich habe schon seit Jahren kein Puder mehr gekauft, weil ich immer Hourglass benutze. Aber das hier
kann das auf jeden Fall. Also ich bin total begeistert davon, obwohl das so ein Griff ins Blaue war. Ins Blaue, sagen wir so. Um wieder auf meine Lidschattengeschichte zurückzukommen, ich habe dann tatsächlich auch noch eine Lidschattenpalette gekauft. Das hätte ich ja echt nicht gedacht, dass das vorkommt. Aber ich stand jetzt schon so oft davor und dann dachte ich mir jetzt beim letzten Sephora-Einkauf, was soll's, was kostet die Welt? Nehme ich die auch noch mit? Ich war in so einem Flash, muss man dazu sagen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe gar keine Lidschatten, die warme, braune Töne sind. Tatsächlich nicht, weil ich das jahrelang gemieden habe, weil ich das nicht schön fand. Vor allen Dingen, also an anderen fand ich das schön, aber an mir nicht. Und auch fand, dass mir das nicht stand. Aber jetzt hier mit so ein bisschen mehr Bräune, finde ich es tatsächlich schöner an mir. Ich habe sie heute das erste Mal benutzt und war voll geflasht davon, wie krass pigmentiert die eigentlich sind. Ja. Ich habe das komplett verdrängt, wie gut die K-Lidschatten sind. Und also generell, was für einen krassen Unterschied es macht, Lidschatten zu tragen und so. Ich war so richtig in so einem Moment. Ich habe auch was Orangenes gekauft. Und zwar ein Nagellack. Fall for NYC heißt der von Essie. Ich habe ja nur einen Nagellack auf meiner Reise dabei. Da dachte ich mir, ein bisschen was anderes. Der hat mich halt echt auch mega interessiert. So, weil so eine Farbe habe ich definitiv noch nicht. Ehrlich gesagt habe ich ihn mir ganz anders vorgestellt. Ich finde, er sieht in der Flasche ganz anders aus als letztendlich auf den Nägeln. Er sieht viel milchiger aus und auch gelblicher. Und auf den Nägeln ist es wirklich pur orange. Und er ist auch einfach ein bisschen schwierig. Also eine Schicht ist nicht deckend und fleckig. Zwei Schichten sind fast unmöglich, akkurat aufzutragen. Wenn man es dann einmal schön hingekriegt hat, finde ich das Ergebnis echt ganz cool. Also ich finde, orangene Nägel muss man sich irgendwie ein bisschen dran gewöhnen, aber dann eigentlich ganz schön. Aber es wird, glaube ich, nicht mein Favorite-Nagellack. Den würde ich dir, glaube ich, auch wieder mit nach Deutschland geben. Ja. Gut, was haben wir denn noch so? Gesichtspflege zuerst, oder? Mhm. Wir haben beide von Mario Badescu. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe gerade nicht in Erinnerung, wie man den ausspricht. So ein Facial Spray gekauft, beziehungsweise ich habe sogar zwei gekauft. Das andere steht nur noch drüben an meinem Bett, fällt mir gerade mal auf. Die waren runtergesetzt in dem Laden, wo wir waren. Also alle so, ich glaube, auch die Hälfte oder so reduziert. Mhm. Und wir haben einmal das Spray mit Aloe, Gurke und grünem Tee mitgenommen. Und dann habe ich noch eins mit Lavendel und grünem Tee mitgenommen. Riechen super gut, finde ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass es großartig was bringt. Das Lavendel bringt mir halt voll was, aber nur wegen dem Lavendelduft. Ganz nett, aber kein Must-Have, würde ich sagen. Ich habe ein Abschminkprodukt gekauft von CeraVe. Ich habe das auf Instagram gesehen, da wurde das empfohlen als das Abschminkprodukt, das die Stars verwenden. Das ist auf jeden Fall der Hydrating Facial Cleanser für normale bis trockene Haut. Bisher bin ich ja nicht begeistert. Er fühlt sich schon ganz gut an auf der Haut. Er fühlt sich so ganz fest und pastig an. Also er schäumt nicht. Ist keine richtige Seife. Ich finde es eher so ein ganz fester Balsam. Deswegen finde ich, man muss ihn auch eher mit einem Abschminktuch zusätzlich oder einem Handtuch oder einem Waschlappen benutzen. Und das größte Problem, was ich damit habe, ist, dass er mein Make-up nicht so richtig gut runternimmt. Also es funktioniert auf jeden Fall besser, wenn man ihn eher so als Balsam verwendet, also auch die trockene Haut aufträgt, einmassiert und dann mit dem Tuch runternimmt. Weil jetzt wirklich was in meiner Haut verändert, kann ich auch noch nicht sagen, weil momentan habe ich ganz furchtbare Haut. Aber das liegt, glaube ich, eher an Ernährung, Wasser, Umstände und so weiter. Also mal gucken, was er langfristig kann. Und ob ich noch rausfinde, warum alle Stars diesen Make-up-Cleanser verwenden. Ich habe noch ein Produkt mitgenommen, das ich eher so in der Not gekauft habe, weil ich eine neue Sonnencreme gebraucht habe. Lina und Lisa hatten beide hier solche Sonnensprays dabei. Das ist wirklich so ein ganz feiner, so ein ganz feines Spray. Ich glaube, es ist ein Mist. Ein Deo-Spray. Ja, nur noch feiner. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber auf jeden Fall hat man 0,0 das Gefühl. Sprühnebel. Ja, genau so ist es. Ultra angenehm, weil man null klebt. Man hat es eigentlich eher sehr erfrischend. Es ist ultra kalt, das heißt, wenn man in der puren Hitze steht, in der Sonne steht, so wie es jetzt auch der Fall war in den Nationalparks, ist es einfach mega angenehm. Das ist jetzt von Neutrogena, das Ultra Sheer, der Ultra Sheer Body mit Sunblock. Ich glaube, den gibt es in Deutschland nicht, aber es gibt ähnliche. Gibt es halt von fast jeder Marke. Ist immer ein bisschen teurer als die normalen Cremes zum Auftragen und auch als diese Sprays, die als Sonnencreme rauskommen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand verstanden hat, was das für ein Produkt ist. Doch, ich glaube schon. Aber es ist auf jeden Fall revolutionär. Ich habe auch ein Spray, aber das geht in eine ganz andere Richtung und zwar schon wieder ein Pillow Spray. Ich glaube, ihr habt vielleicht schon mal mitbekommen, dass wir beide diese Pillow Sprays alle lieben. Und ich hatte 2000 Sprays mit. Aber kein Pillow Spray, weil ich auch dachte, ach ja, komm, für einen Monat ist das nicht so wichtig. Ich habe das voll vermisst abends, vor allen Dingen, finde ich, wenn man halt auf Reisen ist und irgendwo ist, wo man sich vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlt, macht das so viel aus, wenn man irgendwas hat, was einen dann so, wo man sich so ein bisschen mehr zu Hause fühlt. Das hier habe ich im Laden ausprobiert und es war auch mega gut.
Und auch ein bisschen anders, als die ich bisher benutzt habe. Ich finde, es riecht stärker nach Kamille. Ist von Ren. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Dann bleiben wir mal bei Sachen, die gut riechen. Wir haben uns beide so Parfum Roll-Ons gekauft. Da stand ich auch schon ewig davor und dachte dann immer, ach, irgendwie lohnt sich das so preis-leistungs-verhältnismäßig nicht. Ich fand die immer sehr teuer für so ein kleines Produkt. Ich glaube, ich habe es aufgetragen vorher und fand, dass die unglaublich krass intensiv riechen. Das ist jetzt zum Beispiel hier Dolce & Gabbana Light Blue. Habe ich auch zu Hause. Normalerweise sprühe ich da schon mehrfach, so überall. Aber damit reicht halt einmal hier, einmal da. Und deswegen habe ich mir dann auch noch einen anderen Duft mitgenommen von Marc Jacobs Decadence oder Decadence. Weil ich so oft Parfum, vor allen Dingen auf Kurztrips, also für Events und so, so oft kein Parfum mitnehme, weil ich mir denke, also für ein oder zwei Nächte schleppe ich jetzt nicht eine ganze Flasche mit. Aber dann vermisse ich es so krass, weil es halt schon einen Unterschied macht, ob man einen Duft trägt, mit dem man sich wohl fühlt. Und deswegen dachte ich, das nutze ich jetzt mal aus, dass es dann eine relativ große Auswahl gab und ich nicht beide richtig gut. Wir haben von Living Proof was mitgenommen aus der Frizz-Serie, das Weightless Spray, also Stops Frizz and Smooth. Also das sprüht man aus nasse Haar. Ich liebe Feuchtigkeitskuren, die man so in die Haare sprüht, bevor man sie trocknen lässt oder trocken föhnt. Und das finde ich richtig gut, riecht unglaublich gut. Ist auch relativ viel, es ist leider ultra teuer. Deshalb würde ich es auf jeden Fall noch eine Weile testen, aber mein erster Eindruck ist mega positiv davon. Living Proof entwickelt sich mittlerweile zu meiner allerliebsten Haarpflegemarke. Alles, was ich bisher von denen probiert habe, fand ich so gut und alles riecht hammer gut. Bei Sephora kann man Punkte sammeln und ich habe noch meine Punktekarte von, als ich damals in New York gewohnt habe. Habe ich jetzt den Perfect Hair Day und Conditioner und das Shampoo mal mitgenommen. Die Full-Size-Produkte, die ich mitgenommen habe vorher, um erstmal zu diesen Punkten zu kommen, sind jetzt aus dieser lilanen Reihe. Aus der Reihe hatte ich vorher noch nichts. Ich hatte immer diese graue oder schwarze. Die ist die Restore-Reihe. Das ist ein Repair Leave-In Conditioner und ein Hitzeschutz. Und ich habe keinen Hitzeschutz auch schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Ich dachte immer so, brauche ich nicht. Alle Hairstylisten, mit denen ich jemals geredet habe, sind immer völlig so. Ja, sie sind eigentlich immer dafür. Bin gespannt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, den hier. Den hier schon, das ist mega gut. Aber super ähnlich zu diesem, was ich sonst so geil finde von Living Proof, diesen Style-Extender. Noch was unglaublich teuer war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich beim Preis verguckt, als ich es genommen habe und bin dann an der Kasse ein bisschen erschrocken. Es hat $28 gekostet für 100 Milliliter. Das ist von Olaplex, der Hair Perfector. Vielleicht kennt ihr das, Olaplex kann man sich beim Friseur machen lassen. Das kriegt man meistens, wenn man auch Farbe bekommt, also vor allen Dingen Blondierung, weil das Haar extrem strapaziert. Wie so ein ganz, ganz intensives Pflege-Treatment. Und das ist Olaplex für zu Hause. Also man trägt es aufs nasse Haar auf, lässt es ein bisschen einwirken. Ich habe es jetzt nur einmal ausprobiert und da hat es sich angefühlt wie ein ganz normaler Conditioner und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es der absolute Hammer war. Immer wenn ich es beim Friseur bekommen habe, war ich danach mega begeistert. Deshalb dachte ich, vielleicht bringt es auch zu Hause was. Bisher bin ich noch nicht so angetan, aber vielleicht muss man es einfach auch öfter benutzen. Vielleicht kann es was auf lange Frist. Auf lange Sicht. Das war's mit unserem Kosmetik-Call. Wir sind ein bisschen ausgerastet. Völlig. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Aber es hat voll Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir verlinken in der Infobox wie immer alle Produkte, die es irgendwie zu kaufen gibt. Wir hoffen, wir finden irgendwie Alternativen für das, was man irgendwie in Deutschland bekommen kann. Und dann sehen wir uns am Montag im Vlog. Bis dann. Tschüss. Schlüssel sind dann, was runterfällt. Heute Morgen mein iPad runtergefallen und ich dachte, das ist zerstört. Es fällt halt dann so anderthalb Meter tief. So, wer seid ihr? Also, du kannst die Tür zumachen, wir kommen nicht raus. Ja. Ich rede mit dir, Valentin. Ja? Man muss das einfach entschuldigen, weil ich kann mich halt nicht mehr richtig schminken. Ich weiß halt nicht mehr, wie das geht. Kleider, die sowas hier haben, die sind halt richtig gefährlich. Weil ja. Wenn man, sobald man sich hinsetzt, ja, hat man das Gefühl, man erwürgt sich. Ich sehe aus wie so Harvest. Wie sie vor. Was ist eigentlich das da? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh nee, jetzt geht's mit Bram raus. Dann stopp zum Kamera. Tschüss. Vielleicht so ein richtiger Bollo. Ah nee, das geht nicht. Mein Internet funktioniert nie nicht. Also vielleicht so einmal im Jahr. Und wie oft ich auf dieser Reise WLAN hatte, aber das ein WLAN, das nicht funktioniert, da ist doch irgendwie, also das ist doch irgendwie super weird. Also eigentlich. Ich. Valentin! Wir drehen jetzt. Herbstlich wie jetzt, passenderweise zum 1. September, wo nämlich das Video online kommt. Kommt es?
wesentlich mehr, aber ich glaube, wir besser. Nochmal irgendwas danach denke ich mir, also irgendwie sah es ohne Make-up besser aus. Ich glaube, es ist jetzt Anfang September, wenn das abgeloadet wird, oder ist der 1. September? Ja, passend. Alphabetisch. Ich glaube, das ist nicht so kompliziert. Ja, mir auch. Außer wir machen, das habe ich halt auch noch überlegt, außer wir machen das, die Beauty-Favorite am 1. und die am 8.1. Haul. Ich würde mal anfangen, also, Aber dann wäre es halt schon fast Mitte Herbst. Mitte Herbst. Ich habe noch Superboy einmal nachgekauft, aber das Superboy vor allen Dingen. Ja. Das ist doch die Droge aus dem Ding, ne? Aber der heißt, glaube ich, so. Nee, der heißt Boy Brow. Ich glaube, ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich so konzentriert bin von der Sohn. Absoluter Mist. Also, man hat gerne wie Spray-Tanning wahrscheinlich. Also, nicht, dass du schon mal gemacht hast. So stelle ich mir das vor. Ein Haar sieht immer aus wie